Ja, nochmal ergreifen wir Gelegenheit. Hi, wir sind wieder im Tony Merkel Studio. Ein übrigens ein Vergnügen für mich immer wieder, nicht nur mit hier zu spielen, weil das haben wir schon immer getan. Nicht nur sich austauschen, sondern in einem Studio, das so einen qualitativ hochwertigen Sound liefert. Und dass jemand ist, der eben kein Keyboarder und kein Geiger ist und auch kein Klavierspieler. Er hat ja genauso viel Klavier wie ich, nur allgemein Klavier. Und er ist Schlagzeuger. Ja, wir wollten euch heute von meinem Lehrer, von meinem Snare-Drum-Dozenten, ein Buch ans Herz legen. Also das heißt Rudiments, Time, Control und Speed. Zu dem letzten kann Toni natürlich viel mehr sagen als ich. Es gibt 4 Parts von diesem Buch. In diesem Buch werden nur Singles behandelt, im zweiten Buch nur Doubles, im dritten nur Paradiddles und im vierten habt ihr den Stress, sich mit allem und allen möglichen Applikationen zusammenzusetzen und auseinanderzusetzen. Also ich kann euch sagen, ganz einfach, ich habe viel Material gehabt und viel auch durchgenommen. Es sind viele empfehlenswerte Bücher auf dem Markt. Unter anderem natürlich auch Masterstudies von John Moreno, Unsterblich. Es gibt viele Bücher, die sich nur mit Rudiments befassen. Ne? Also da gibt es wirklich Meisterwerke auch von unter anderem John Wooden. Aber das hier ist nicht einfach ein Werk. Also ich finde, es ist aufgebaut wie eine Rudiment-Enzyklopädie. Ihr arbeitet immer nach vorne. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, das Gleiche zu spielen, selbst wenn es nur Singles sind. Und dieses Buch hat mir, also so einen Effekt hatte ich noch nicht. Ich bin durch Bücher schneller geworden, hatte Ideenreichtum, Interpretationreichtum. Ich habe gelernt, Rudiment zu orchestrieren. Aber dieses Buch hat dazu beigetragen, dass ich aufgehört habe zu denken, während ich spiele. Wenn es um Rudiments geht, hat es mir geholfen, nicht mehr zu denken, sondern die Hände haben das gemacht, was in meinem Ohr war. Kann ich nur unterstreichen. Ja. Oder? Dann verbleiben wir mit der Empfehlung, checkt bitte dieses Buch. Checkt bitte alle 4 Bücher, ihr könnt die checken. Die gibt es unter anderem auch über Agna Drumsticks zu beziehen. Es gibt die in vielen, vielen Shops in den Niederlanden und in Deutschland. Es gibt sie bestimmt auch in diesen Shops immer 1, 2 Seiten als Sample. Bitte schaut euch das an. Dieses Buch ist das wert. Dankeschön.